Okay. Ah, das war hart. Heya! Das war nicht ohne. Ach komm, Plötze. Dann holen wir uns mal die Belohnung ab, würde ich sagen. Komm schon, Plötze. Wir müssen nur wieder auf den richtigen Weg kommen. Langsam, langsam, langsam. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir sind. Okay. Los, lauf! Marsch, marsch. Da lang. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Langsam. Ja, ja. Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Genau, das war ich. Schneller. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern noch einen Schein mitgebracht. War das ein Festmahl? Na komm, steig ab, Kumpel. Grüß dich. Ja? Der Kreischling macht euch keinen Ärger mehr. Danke, Meister Hexer. Deine Belohnung. Viel ist es nicht. Aber wie sagt man? Wer den Pfennig nicht ehrt? Ja. Dank. Tut mir leid, ich brauche das Geld selber. Wenn ihr mal Probleme habt, denkt an mich. Yay! Yay! Yay, 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 yay! Endlich! Ein Punkt mehr! Und wir haben... Irgendwie. Was ist denn das jetzt? Warte mal ganz. Moment, was ist denn das jetzt? Das ist. Momento, wir haben hier noch eine zweite Trophäe. Quen. Hybriden. Oh. Dann nehmen wir doch lieber die Greife. So, warte. Bücher, Charaktere. Charakter. So, wir haben einen Punkt mehr. Was schon mal ganz geil ist. So, hier haben wir mutagene, allgemeine Sachen. Adlerauge. Machtzufluss. Gourmet. Ich guck mal wegen Kunstschuss. Oh, erhöht die maximale Vitalität um 500. Das ist schon mal ganz geil. Okay, Gefechtsfeuer. Da sind schon ein paar echt coole Sachen dabei. Überlebensinstinkt. Ist ja dauerhaft. Also das schadet auf jeden Fall nicht. So. Hallo Händler. Wie wär's mit einem Kugapfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Gut, mein Bester. Zeig mir mal deine Gewinnkarten. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Aber nur gegen Geld. Oder will ich noch einkaufen? Mit einem Krug Apfelwein. Oder etwas Quark. Deine Waren. Zeig mir deine Waren. Wir haben 490. Zwergenbeil. Benötigt Stufe 7. Nice to know, dass wir das haben. Fackel, Satteltaschen,
Ist das hier Religion und Leben? Nehmen wir mit. Leere Flasche. Was ist das hier? Öl. Kirschlikör. Wasserflasche. Brot. Nehmen wir auch mit. Pechdraht. Okay, den Rest nicht. Alles klar, den Rest haben wir. Lebe wohl. Leb wohl. So, das war der Auftrag. Jetzt gucken wir, was uns nächstes erwartet. Hexenjagd. Familienangelegenheiten. Hexenjagd. Ja gut. Dann machen wir jetzt die Hexenjagd. Wo ist denn das, die alte? Da hinten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir versuchen mal, das zu holen und die hier mitzunehmen. Vielleicht kriegen wir die hier hin. Komm. Plötze. Auf die Plötze. Hängt sie immer irgendwo fest. Na komm. Schau mich nicht so an. Los, los. Ah, ich tue dir doch nichts. Ja, versuchen wir mal die Hexe da wegzuholen. Beziehungsweise erstmal zur Markierung zu eiern. Ah, schön den Sonnenuntergang entgegen. Wie schmeckt dir das Silber? Kein Interesse. Will mich jetzt nicht mit euch anlegen müssen. Aber Plötze hat gleich keine Ausdauer mehr. Arme Plötze. Immer noch weit weg, oder? Mal ganz kurz schauen. Ja, aber hier gibt es einen Waffenschmied. Gehen wir mal ganz kurz zum Waffenschmied hier. Tötest du die Monster? Bitte, meine Herren! Alle? Schnell wie der Blitz! Fliegt wie ein Furz! Auf geht's! Was ist hier los? Was gibt es Neues in der weiten Welt? Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Buchmacher? Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Na gut, komm. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Alles klar, geht's mal auf die Fresse. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Nee, abwarten. Mal gucken, wie gut er ist. Sie lag da, Schinken, Schmalz, ihre Kehle war aufgerissen. Jetzt sie Eichel, ohne einen einzigen Tropfen gehandelt wird mit der letzten aus uns. Na, ich glaube, ich bin ein bisschen wilder als du. Na, bam. Gab's auf die Fresse. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Yes, okay, den haben wir. Ich brauche einen guten Weg. Hallo Bauer. Hier liegt nichts da. Doch, da ist noch was. Angel, Fischnetz, Stacheldraht, Perlen. Trockenfisch, okay. Hopfen, Dolden, was immer das auch ist.
Naja, immerhin. Opa, Opa! Erzähl uns ein Märchen! Nein, nein. Hallöchen! Waffenschmied. Was denn? Fertigst du auch Sonderauftragswaffen an? Ermorden Politiker erstklassige Freudenmädchen? Natürlich. Okay, wollen wir Karten spielen? Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Ja, ja, komm. Zack. Und wir gewinnen ja sowieso Was immer. Was denn? Kannst du eine Waffe nach diesem Schema anfertigen? Warte mal. Wo ist denn die Waffe? Da. Dorisches Schwert. Ist schlechter als das. Chimärischer Dolch. Velena Langschwert. Ist schlechter als das, was wir haben. Das ist unser... Da fehlt uns Zutaten. War das war alles schon? Vipern? Nix, was wir gebrauchen können, ne? Schade. Okay, vielleicht kannst du mal reparieren. Okay. Dann vielleicht nur ein bisschen was zerlegen. Haben wir so viel Krimskrams hier. Den ganzen Schmock jetzt hier mal. Reines Silber, silberne Bernsteinkette. Mein Gott. Ziegenhaut. Alles klar, fehlt uns an Kohle. Schon wieder pleite. Ist unglaublich. Rüstung aufwerten. Verwende spezielle Rüstungsschmiedetische, um deine Rüstung vorübergehend aufzuwerten. Sehr schön. Ja, mal gucken, ob wir hier was finden. Irgendwo ist doch ein. Sehen wir uns mal um. Vielleicht gibt es hier noch was zu holen. Sieht aber irgendwie nicht danach aus. Schade. Na, haben wir denn hier vielleicht noch ein Gasthaus? Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich hab schon was anderes aus meiner Nase geholt. Und wer die Tochter des Barons findet, der soll belohnt werden. Deine Suppe wird kalt. Öl, Kohle. Du musst essen. Komm rein. Bäuerin. Das ist doch hier ein bestimmtes Dingshaus, oder? Zwei alte Rüben zum Essen. Mehr gibt es nicht. Schmeckt ja wie eine verwesende Leiche. Eine Menschenleiche? Woher weißt du das? Oh. Ich meine, das habe ich irgendwo gehört. Okay. Ja? Margaret. Okay, mit der kann ich nicht reden. Schade. Okay, hier scheint es kein Gasthaus zu geben. Schade. Wo ist denn der verkackte Eingang? Da ist der Eingang. Hier war ich, glaube ich, schon, oder? Nee, noch nicht. Noch mehr hier ist nicht zu holen. Okay. Lass mal schauen, wo wir hin wollten.
Und jetzt hier, wir wollen ja dahin. Okay, aber ich glaube, das machen wir erst am frühen Morgen. Was zum? Wir meditieren mal eine Runde. Ah, bis um 7, komm. Ich habe ihm gesagt, er soll das Dach fliegen. So, auf geht's zum neuen Abenteuer. Plätze, komm da ran hier. Komm, auf einen Zentimeter ran. Auf zum nächsten Geheimnis. Mhm. Ja, ja, komm. Na komm. Oh, das hat mich plötzlich... Wow. Na komm. Na komm, du noch. Und dann ist gut jetzt hier. Manchmal muss man ja auch ein bisschen aufräumen, ne? Und da vorne sehe ich doch schon wieder ganzen Haufen von Leuten. Speichern. Ah, okay. Du kleiner Pisser. So, kein Problem. Surprise. Ups, da ist jemand kopflos. Oh. Bäm, bäm. Ich weiche die Nachricht. Liebe Wessie, wir können Patrick nicht mehr ernähren. Da schicken wir ihn zu dir. Ich weiß, dass du es auch nicht leicht hast mit deinen drei Kleinen. Du musst wissen, dass ich dies nicht von dir verlangen würde, wenn es nicht sein müsste. Aber hier in Valen, wenn ich dir erzählen würde, würdest du es nicht glauben. Alles klar. Kavaliershose. Irgendwas hier, außer ihmchen. Und da heißt es, Verbrechen würde sich nicht auszahlen. Ha! Größeren Schwachsinn habe ich meinen Lebtag nicht gehört. Es zahlt sich aus wie verrückt. Bei dem alten Sack haben wir so viel geholt, dass wir es in einem Jahr nicht versoffen kriegen. Selbst wenn wir Mahakama-Schnaps trinken, wie Wasser und mit trockenen weißen Big Clear nachspülen. Lass die Leute doch Kokolores von den Göttern brabbeln, die uns strafen und was nicht alles. Ich bin zu alt für Märchen. Nun, nächster Halt Novigrad. Wir verkaufen, was wir haben und leben wie Könige. So viel war aber nicht hier zu holen. So, okay. Alles klar. Das haben wir auch. Lass uns mal schauen. Sind wir hier? Jetzt können wir den Weg hier runtergehen. Gucken, was uns dort erwartet. Roter Hund hier. Tut mir ja leid. Ich kann noch nichts dafür. Wenn er mich angreift. Ich würde euch ja am liebsten verschonen, aber... Ihr seid ein bisschen aggressiv. Na, es ist hier schon wieder... Oh. Wow. Was hast du davon? Na komm, wo bist du?
Tja. Tut mir leid, Kumpel. Kurz Check machen, wir sind richtig, alles klar. Plötze, komm her. Plötze. Plötze, wo bleibst du denn? Plötze kommt einfach nicht an Land. Störrischer Gaul. Na, da bist du doch. Komm mal hier jetzt hier. Mann. Los, immer muss man dich dreimal bitten. Plötze. Ja, mal gucken, wie stark die hier sind. Ich hab keine Ahnung. Die Viecher halten eine Menge aus. Warte. Rennen sollst du? Alter Falter. Schema Art Skelek Akkadon Insektoidenöl. So, wieder eine gute Tat vollbracht. Sehr schön. Alter Falter. Nächste Aktion. Oh, ist ja nicht weit weg hier. Liegt ja alles auf einem Weg. Not so. Komm. Da kommst du ja. Feines Pferdchen. Komm schon. Steck doch mal die Waffen weg, Mann. So, mal sehen, was uns beim nächsten erwartet. Na komm. Bitte Zauberei. Ah, okay. Okay, den haben wir. Nicht nachlassen. Ah, mein Gott, jetzt reicht's aber langsam hin hier mit dem dann Scheißschild. Hat's weh getan? Dann ist ja gut. Meine Fresse, jetzt gehst du mal auf den Puffer. Na komm. Meine Fresse, das ist ja echt unglaublich. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals.
Okay, ich muss auf Kontern setzen. Komm. Meine Fresse, Alter, ist der übel. Okay, dann machen wir es halt anders. Nicht nachlassen. Endlich, meine Güte, war der hartnäckig. Alter, war der heftig. Im Tierpelz. Okay, Werwölfe. Schön, jetzt haben wir wieder eine Info mehr. Sollten aber auf jeden Fall mal eine Runde meditieren, damit alles aufgefüllt wird. Alter, der war heftig grad. Der war übel. So, weiter geht's. Nächste Aktion. Dahin und dann gehen wir zurück und dann gucken wir hier, was uns da noch erwartet. Oh, Plätze. Aber Level 9 schaffen wir. Was haben wir denn hier? Waldhütte. Stopp. Ist das nicht hier die Hütte des Weidelers vielleicht? Auf jeden Fall ist hier was. Alter, anzünden. Ja, der hat nix. Markierung. Na komm. Kreuzchen, Krähenauge. Lass mal Checkung machen. Ja, liegt auf einem Weg, das ist in Ordnung. Da können wir hinsprinten. Banditenlager. Irgendwelche letzten Worte? Was ist los? Schade, hat nicht gereicht zum Killen. Ja. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Komm. Ach, Mann. Jetzt habe ich mal geblockt. Na komm. Reißt ihm die Eier ab! Zack, vorher werde ich dich aber vorher zerpflücken. Ja, Alter. Ist hier nichts mehr oder was? Doch, hier. Alchemistische Paste, schön. Nochmal. Und das war's. Deswegen habe ich hier so einen riesen Aufriss gerade gemacht. Mein Gott, okay, es hat sich nicht wirklich gelohnt. Jetzt gehen wir auf jeden Fall dahin. So. Aber wir stopfen mal kurz durch die Prärie. Das muss sein. Jedenfalls sind da auf jeden Fall noch ein paar Quests. Oh, der sieht toll aus. Ich sehe, dass du ein weitgereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? What? Was gibt es Neues in der weiten Welt? Ah! Haben wir denn hier? Nicht von hier, oder? Nicht von hier, oder? Nee. Oh. Mensch, Geralt. Nicht aus Wählen. Hab ich recht? Hast du.
Und woher dann? Ursprünglich aus Riva. Riva? Meine Güte. Weiter Weg. Hier soll irgendwo eine Hexe leben. Kennst du sie? Ja. Von weit weg ist sie, so wie du. Aber sie hört zu. Verständnisvoll, hilfsbereit. Nicht wie die alte Hexe. Die war taub wie eine Nuss und gemein noch dazu. Weißt du, wo ich sie finde? Geh zum Teich. Da gab's früher mal wilde Schwäne. Da fängt ein Pfad an. Folge ihm bis zu einem Felsen. Den hat ein Teufel da liegen lassen, dem ein Bauer weiß gemacht hat, es wäre ein Riesenei. Dann nach rechts in den Wald. Du kommst an einem verlassenen Wagen vorbei. Such dort nach der Hütte. Danke, du hast mir sehr geholfen. Mhm. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal. Finden den Teich beim Dorf. Also, willst du ihn einwickeln? Hat die Hexe dir Liebstöckel gegeben? Ja, das hat sie. Vielleicht sollte ich sie aufsuchen. Wie kommt man hin? Psst, da kommt jemand. Ich bin's nur, der freundliche Hexer von nebenan. Okay, haben wir auch. Aber ich wollte eigentlich zu dem Dings hin. Ja, Schweinehaut, alles was man hier mit sich rumschleppt. Die Tür muss dringend mal repariert werden. Zu dem Anschlagsbrett. Weil das ist doch hier auch irgendwo. Hab ich doch gesehen gehabt. Da. Da ist doch das Anschlagsbrett. Und ein Händler noch gleich dazu. Vielleicht werfen Sie uns dann was Essbares zu. Wir reden später darüber. Mhm. This land never flowed with milk and honey. You were a witcher. Not monster slayer. Have monster trouble. We're not having trouble. We're creating.